Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mountain Blade 2 Bannerlord. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ja, in der letzten Folge haben wir Garrosh, meine erste und einzige Liebe, zurückerobert. Tolle Sache und der Krieg sieht allgemein gut soweit aus. Britannia hat uns wieder den Krieg erklärt aus unerklärlichen Gründen, obwohl wir die letzte Folge die ganze Zeit gegen den Krieg geführt haben. Frag mich nicht, warum die plötzlich keinen Krieg mehr gegen uns geführt haben. Ich verstehe es nicht. Minus 5, okay. Tribute empfangen, das ist merkwürdig, aber das kommt hin, weil die hatten eine Stärke von 7.000, 8.000. Und den Rest haben die halt jetzt so bekommen. Mysteriös. Ich frag mich, warum Britannia das alles bekommen hat und nicht jetzt Kuhzeit oder so. Frag mich, warum. Wahrscheinlich war irgendeiner verschwägert, verfettert, keine Ahnung. Unser Clan ist wieder sehr allein. Alle anderen haben uns wieder verlassen. Tolle Sache. Was heißt das? Wir müssen doch alle ausrotten. Also wenn wir alle ausgerottet haben, dann verlässt uns keiner mehr. Mann, nee. Okay, wir haben ja in unseren Clans selber ja noch ein paar Harry. Ich glaube, die eine Tante wurde wieder gefangen genommen, irgendeine. Ach, das ist mich doch jetzt langsam wieder zu doof. So, will jemand hier Flachköpfe machen? Die schwarze schicke ich mal raus. Hier. Okay, ja. Einen hast du, dann kriegst du mal... Ach, das schaffst du schon! Fertig. Ich gebe doch hier nicht meine Truppen hier dir. Sowas. Dann verschlampten die mir sie wieder nur. Ich kenne die doch. 9 Rekruten einfach bekommen, alles klar. Wo leben. Die nehme ich natürlich gerne mal mit. Wie viele können wir eigentlich mitnehmen? 310. Ganz vergessen, dass wir ja jetzt so viele rekrutieren können. Diese Stadt hier ist auch extrem wichtig eigentlich, weil die hier diesen Pass kontrolliert. Also wir nähern uns schon schon dem Ende von Mountain Blade. Langsam, langsam, will ich mal sagen. Es ist jetzt noch nicht vorbei, jetzt nicht hier Panik bekommen oder so. Aber ich meine, vom Kriegstechnischen her nähern wir uns trotzdem dem Ende. Weil das Imperium ist soweit geschlagen schon. Weil die Gegenwehr, es kommt ja fast keine Gegenwehr mehr. Ich glaube, das ist der, mit dem wir gestern noch gekämpft haben. Oder? Oder? Nee, von Chava, der südlich. War der nicht mal bei uns dabei mit? Der Chava-Dingsbums-Schakal-Viech-Dings? Habe ich den nicht getötet? Hey. Junger Herr! Wenn Sie jetzt hier noch einmal. Ja, das ist meine Burg. Was? Also. Das kapiere ich bis heute noch nicht. Ich greife den Rugenmeer seine Burg an. Oh, warum kommt der jetzt her und will mich hier vertreiben? Diese Logik, that logic. Schaut doch dann wenigstens nochmal. Oh mein Gott. Das triggert mich. Sowas triggert mich wirklich, ey. Oh. Sorry, dass ich jetzt hier so durchgetickt bin. Aber manche Sachen triggern mich wirklich. Und da denke ich jetzt, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Okay, diese Schlacht sollten wir gewinnen, würde ich mal sagen. Unsere Leute hier hin. Die Bowman hier so hin. F3, mache ich da nochmal. Archers ein bisschen fetter aufstellen, ruhig. Okay, was sind denn die drei da? Wahrscheinlich die drei sind die normalen Reiter. Frag mich nicht, warum der Tab da kaputt ist seit 20 Jahren. Frag mich nicht, warum dieser Tab kaputt ist. Da hinten ist der Feind. Infanterie, stellt euch mal hier so hin. Dann F3 und Shieldwall. Ihr kennt das alte Spiel. Ah ja, wie viele sind das? 165. Die braucht man halt einfach. Wie viele Bogenschützen haben wir? Momentan 102. Das müsst ihr euch mal überlegen, die Anzahl. Wahrscheinlich
werde ich da unten die, die hier nochmal ein bisschen erhöhen. Oder die Kavallerie. Eine starke Kavallerie ist auch immer geil. Aber wahrscheinlich werde ich die Infanterie noch ein Stückchen... Ein Stückchen, ja gut. Geht halt dann nicht hierher. Ein Stückchen noch vergrößern. Bleibt der Feind jetzt da hinten oder wollt ihr jetzt mal kommen? Na? Ich glaube, die bleiben da hinten. So wie das aussieht. Rennen, 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 dann, dann. Den kleinen Speer will ich. Nein, nein, ja. Nein, nein, nein. Hallo? Ich komme jetzt gerade nicht klar mit der Mauer. Alter, Alter. Spiel. Nein, nein, nein. 20 Minuten später. So. Jetzt. Eine halbe Stunde später einfach. Ihr wollt hier mal herkommen, meine Freunde. Na, wir beißen nicht. Wir töten nur. Oder schlagen die Schlange direkt den Kopf ab. Na, also. Die Option müsste es halt auch noch geben. Kapitulation abzwingen oder irgendwie sowas. Das wäre vielleicht noch eine coole Sache. Na, da könnte man vielleicht nochmal einen Kampf aus dem Weg gehen. Oder dass der seinen Kopf halt retten könnte. Oder. Gäbe viele Optionen. Infanterie! Geht mal hier hin. Da mache ich mal 3 und Line Formation. Dann lasse ich die erstmal eine halbe Stunde herrennen. Dann drücke ich mal die schöne Nummer 2. Ziehe meine Archers hier hinten mal quer so hin. Die kommen jetzt hier so langsam angedengelt. Schneller, Jungens. Wir müssen hier einen Krieg führen. Die belagern unsere Stadt und, unsere Burg. Und ja, ihr macht hier einfach Pause. Das ist auch so ein kleines Mankel am Game. Wenn man da jetzt so eine Schlacht hat bei so einer Burg, ja, es wird einfach eine random generierte, also nicht random generiert, aber halt von dem Ding spezifische Map generiert, also vorgeschlagen hier einfach, und die hat eigentlich gar nichts mit der Region selber zu tun, böse jetzt gesagt. Schön wäre es eben, wenn jetzt beispielsweise da hinten, wo jetzt hier die Lanze ist, da auf den Hügel da hinten, Festung Chaos wäre oder irgendwie sowas, dass man sieht, aha, aus der Ferne, da, wir sind in der Nähe. Schöne Sache. Na, ihr wisst, was ich meine. Wäre es sicherlich eine tolle Sache. Shield Wall, meine Damen und Herren. Vorrücken. Bowmans. Vorrücken. Wir bleiben mal hier schön in Bewegung. Ey, jetzt mal hier keine Axt werfen. Da ist der Chefe. Der ist uns einen Meter entgegengeritten. Die Archers nicht. Soldiers. Lauf mal vor. Archers. Geht mal hier hin. Ey, hey, hey. Jetzt bleiben Sie doch mal ruhig hier auf den billigen Plätzen. Oh, wow, wow. Der Reiterschreck greift uns an. Da müssen wir, muss ich mal kurz rausmanövrieren. Komm vor. Die stürmen jetzt da rein, hoffe ich. Archers stelle ich jetzt mal alle hier hin. Rennt hier mal rein. Und ich drücke jetzt mal 3. Und die 1. Rein. Gut, jetzt greifen alle hier an. Angriff, Männer! Schlagt sie zurück von unserer Festung! Und? Da habe ich dich, mein Freund. Das sieht ganz gut aus. Die Archers fächere ich noch ein bisschen mehr auf, dass sie ein bisschen mehr schießen können. Die haben eh so einen schönen Mix aus Armbrustschützlern, Archers und. Das ist eine geile Sache eigentlich. Also haben wir was, was ein bisschen schneller schießt, was ein bisschen langsamer schießt, was mehr auf Distanz schießt. Wir haben da echt einen schönen bunten Mix, muss ich sagen. Das ist echt eine tolle Sache. Ich glaube, der Chef von den Harris ist schon hinüber. Dieses Schwert auch. Das ist eine Gönnung einfach nur. Irgendwann schmiede ich mich ja selber nochmal ein Schwert, das dann richtig hammergeil wird. Und, aber bis dahin dauert es ja noch ein bisschen. Gut, die Schlacht haben wir gewonnen. Schön, dass die 4 Tode, ihr müsst allein unsere Statistik mal ansehen. Unsere Verluste sind halt sowas von minimal. Ja, das ist echt eine tolle Sache. Doch leider, Junge, du hast mir mal gedient. Ja. Sagen wir es, wie es war. Oder ist. Oder ja, war, besser gesagt. Na? Warum habe ich irgendwie auf meinen Kopf stehen, ich will verraten werden oder so?
Junge, was denkst du dir dabei? Du hast selber gesagt, ja, alle Köpfe ab mit den Verrätern. Hast du selber gesagt, Junge? Ja? Aber jetzt soll die laufen lassen, oder was? Junge, wo kommen wir denn da hin? Will hier keinen bevorzugen? Diese Dinger hier! Fürchterlich. Fürchterlich, einfach nur fürchterlich. Oh, wenn ich das immer sehe, dass nicht mal die Kamele, immer diese Kamele, dass die niemals anständig laden können. Ah, Mann, ey. Das ist echt. Ah, 39, ist ja irgendwas Interessantes. Die hier nehme ich mal mit. Du bist interessant, die hier sind interessant. Ich glaube, wir haben das schon überschritten, rechts, unser Limit. Aber ich schmeiß, beziehungsweise mache ich nicht. Ich mache hier, nehme ich gleich mal hier 1, 2, 3 wieder mit. Einen können wir noch mitnehmen. Nehme ich hier so ein Wegelager mit. Wir brauchen eh mehr Kavallerie. Briten ist Söldner, nehme ich auch nochmal mit. Davon brauchen wir eh momentan mehr. Die sind richtig gut. Die sind richtig gut. Ja, Junge. Schön mit Ö. Schade, dass das Bild hier ja auch nicht mehr gescheit lädt. Ah, fertig. Nehme ich mal alles mit. Zum Schmieden brauche ich es irgendwann mal. Gut. Erste Schlacht geschlagen. Die erste unerwartete Schlacht des Tages. Ja, Enter geht nicht. Nach 20 Jahren drücke ich immer noch Enter. Gauss geht soweit gut. Ja, Gruppe von Blablabla. Endura hat eine Gruppe angegriffen. Schön. Endura, wir brauchen, glaube ich, mal ein paar mehr Begleiter. Aber zuerst gehen wir jetzt mal hier so weiter. Weiter. Ich habe auch so Pfeifen, nur ganz ehrlich. Ich habe echt nur Pfeifen. Ich muss mich mal bessere Harris holen. Ganz ehrlich, falls es noch irgendwie geht. Aber so muss ich sagen, habe ich echt nur Pfeifen. Böse, jetzt ganz böse jetzt gesagt. Ich habe nur Pfeifen als Harris, wo dabei sind. Die einzige, wo nützlich ist, wahrscheinlich wo Armeen führen kann und alles drum und dran machen kann, ist meine Ira. Das ist echt das Einzige. Ist echt die Einzige, wo das kann. Muss mal bei der schauen. Fertig hier. Das, na, aber wenn ich die wegschicke, dann kriege ich wieder keine Kinderchen. Auch wieder Kacke. Vermaledeit nochmal. Ira, vielleicht kann ich dir ein paar bessere Sachen geben. Vielleicht kann ich die Ira nochmal ein paar Sachen geben. Bessere Sachen oder so ähnlich. Aber das ist jetzt doof. Wenn ich jetzt hier wieder eine blöde Armee aufbauen will, Armee erstellen, kann ich nur noch ihn herrufen. Was ist mit der einen passiert? Nee, das ist die schwarze. Ja, moin! Die beiden alten Armeen wurden gefangen genommen. Was ist denn das für ein Kack? Oh. Mal gucken. 404 Verteidiger, da können wir nicht reinpreschen. Da brauche ich ein bisschen Verstärkung. Dass die Stadt hier oben so, so einfach einzunehmen war, das hat mich eigentlich verwundert, ganz ehrlich. Die ist jetzt einfach da. Okay, dann holen wir die halt wieder ab. Taverne. Ja, wir müssen mal gucken, wo wir eventuell bessere herkriegen. Bin froh, dass du wieder dabei bist. Schön, aber zuerst mopse ich den, wenn dann die ganze Ausrüstung wieder. Router aus Abfällen. Ja gut, Junge, du bleibst. Tschüss. Ganz ehrlich. Den nehme ich nicht mit. Wer schon so einen Namen hat. Nein, danke. Truppen rekrutieren. Wow, das ist echt lecker. Also das ist der Vorteil, wenn man der Herrscher ist, kriegt man eventuell auch mal bessere Truppen. Hust, hust. Klar, wenn ich jetzt mein Ansehen bei denen noch höher machen könnte, ne? Dann, würde ich auch noch mehr von denen bekommen, ne? Aber drauf geschissen. Handeln. Beziehungsweise könnte ich mal. Moment, gucke ich gleich mal wegen Ira. 66. Gehe ich mal hier auf Rüstung. Wert maximal.
Okay, haben wir hier... Ja, wir haben aber, glaube ich, nichts Besseres. Also, man könnte so ein Minimal da so umtauschen. Aber so... Denke ich mal, sehe ich nichts Besseres. Die Krone behalte ich. Vielleicht hier sowas, was eventuell besser ist. Sehen wir da was? Hier. Ja, ich gebe dir einfach das hier jetzt auch. Das sieht doch stimmiger aus. Der Rest passt auch soweit. Von den anderen passt es, glaube ich, auch soweit. Von der anderen Tante. Was können wir denn verkaufen? Beziehungsweise, wir verkaufen nichts mehr. Das haben wir ja jetzt schon gesagt. Wir gehen direkt in die Schmiede rein. Sagen, dass... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch Punkte bringt. Wenn ich jetzt Sachen schmelze, ob ich dann hier mehr Fertigkeit bekomme, das weiß ich jetzt nicht. Aber egal, ich schmelze jetzt mal. Schade, dass hier der Wert von den Waffen nicht dasteht. Hust, hust, das wäre vielleicht eine tolle Sache. Dann könnte ich jetzt hier mehr... ja. Egal. Schmelzen, schmelz. Ich darf nur ein... Achso, wir haben keine Holzkohle. Achso. Verfeinern. Wir haben keine Holzkohle. Und jetzt darf ich nicht mehr, weil ich K.O. bin. Okay, dann nächster. Holzkohle, 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 Holzkohle. Ja, warum darf die so viel machen? Ja, genau. Ja, mach doch deinen Schein. Wir haben ja genug. Wir haben genug Holz im Prinzip. Da kann man sich das schon mal leisten. Die nächste dann, Ira. Du gehst jetzt auch einfach in die Schmiede mal rein. Dip, 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 dip. Ah, okay. Man bekommt da auch Fertigkeitspunkte, nur wenn man was einschmilzt. Okay. Klar könnte man vielleicht auch schauen, wenn man da irgendwie einen hat, der schon gut schmieden könnte. Wäre das immer eine tolle Sache. Okay, jetzt haben wir da 63. Jetzt müssen wir halt wieder mal ein bisschen warten. Jetzt kann ich wieder nichts verkaufen. Danke, Obama. Thanks, Obama. Dann können wir doch nichts verkaufen. Hier war ja alles okay. Schade so von... Also ich finde, wenn man schon... so viel Land regiert, wie ich jetzt beispielsweise schon. Wäre es schön, wenn es... na, es gibt ja hier den Tab und im Prinzip auch den Tab hier. Na? Wenn es jetzt beispielsweise beim Königreich-Tab oder beim Clan-Tab es eine Verwaltung gäbe. Das heißt, dass ich jetzt hier Festung Kimli beispielsweise jetzt auswählen könnte. Hier kann ich ja nur Governor zuweisen und das war's. Es wäre schön, wenn ich hier jetzt noch sagen könnte, hört mal her, Festung Kimli. Moment, da muss ich nochmal hier rein. Ihr tut jetzt mal, Moment. Statt verwalten, hier das und das bauen oder das und das oder tralala. Dann müsste man nicht aufwendig dahin reiten. Weil manchmal ist es halt einfach, gerade wenn man im Krieg ist, sehr ungelegen von hier nach ganz da, nach Kasachstan zu reiten. Ne? Ist halt einfach so. Und ja. Wäre manchmal eine tolle Sache, will ich sagen. Den Rest nehme ich meine hier. Okay, hier sind 400 Leute. Normalerweise müssten wir hier diese Burg erobern. Normalerweise. Aus strategischen Gründen. Wir könnten auch erstmal nochmal gucken, was hier da unten abgeht. Hat er ein Level erreicht. Schön. Das könnten wir auch nochmal gucken. Gefangene eine. Oh, 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 was kam denn hier? Kusch, kusch, kusch. Geht mal da weg. Verteidiger auch nur 500. Klüger wäre es eigentlich direkt, wenn wir hier diese Stadt einnehmen würden. Weil bei dieser Stadt kommt man eigentlich nur von 2 Punkten hin. Oder der Feind könnte theoretisch nur von 2 Punkten hinkommen. Klar, er könnte jetzt auch hier noch so rüberkommen. Aber die Brücken hier würden dann alles ein bisschen absichern, da die ja vom Wasser umschlungen ist. Also theoretisch würde ich lieber mal hier diese Stadt einnehmen. Haben wir noch viel Essen? 1000. Ist nicht viel, aber reicht.
belager die Stadt. Ja, würde ich mal so machen. Dann würde ich sagen, Königreich, haben wir noch irgendjemanden, der mitmachen will bei meiner Armee? Zwei Damen, sorry. Frostbart, sorry, tut mir leid, Hakuna Matata, kommt halt mal her. Fertig. Eine Dame und ein Herr. So, 14 Tage? Das ist aber ein bisschen knapp. Das reicht doch viel länger, mein Essen. Täglicher Verbrauch 18, reicht doch viel länger, 1000 habe ich hier. Sowas. Okay, was wir auf jeden Fall brauchen, ist der gerammte Bock. Die werde ich wahrscheinlich nicht machen, weil ihr wisst. In Reserve, das war doof. War ich wieder zu langsam, ich trottel. Da kann ich auch noch mal. Hey, wir haben wieder ein Kind. Galrik. Galrik. Hey, ein erster männlicher Nachfolger oder was? Okay, wie nennen wir den? Aragorn. Ja, den nennen wir einfach Aragorn. Fertig. Du bist jetzt Aragorn. Kann ich mir besser merken. Ja, ja. So, da habe ich 2 Millionen Kinder irgendwann und dann zerzanken sich die alle und dann ist wieder Chaos im Lande. So wird es rauslaufen. 99%. Feuert Katapulte. Die Triebwerke brauchen zwar länger zum Bauen, aber sind, finde ich, immer sinnvoller als der andere Schrott da. Schießt die mal ein bisschen kaputt hier. Blub. Da ist was Neues. Schießt drauf, Alter. Schön. Ich schieße hier auch mal ein Loch rein, ganz ehrlich. Dann tun wir uns wieder einfacher ein bisschen. Oh, jetzt wurde hier eins zerschossen. Theoretisch könnte ich die auch machen, Feuernager oder die normalen. Wäre auch kein Problem, aber ich denke mal, wir zerschießen die mal. Oh, gleich geht unser Essen alle, da muss ich jetzt aufpassen. Weil mit denen hat man halt echt ganz schön gut die Katapulte im Griff. Die schießen einmal drauf und fertig ist der Käse. Böse jetzt gesagt. Katapult wurde geknackt. Hier kommt ein neues. 3 Tage haben wir noch, dann geht uns langsam das Mampfen aus. Ja, hopp, Leute, schießt mal da ein kleines Löckelein rein. Und dann gehen wir da rein. Aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Und ich hoffe, dass es euch soweit bis jetzt gefallen hat. Jetzt haben wir da 2 Löcher drin in der Mauer. Tolle Sache, 2 Löcher und Rambock. Den Rambock werde ich wahrscheinlich dann abrüsten. Wir rennen dann einfach so durch. Und das machen wir dann in der nächsten Folge Mount & Blade. Und bis dahin würde ich dann auch mal sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.